Moinsen Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und in den Schatten von Hongkong natürlich, heute nicht so schattig. Ich bin Jin, gelernter Technik-Fan und deswegen sind wir auf der DECON 2056. Okay, eigentlich sind wir, weil wir Isobel helfen wollen, es einem Decker heimzuzahlen und weil wir dadurch hoffentlich ein Programm erbeuten. Er dreht sich dann in die Richtung, wenn ich hier irgendwo hinklicke. Das ist ja cool. Wie auf so einer Drehscheibe. Und weil wir hoffen, dadurch ein Programm zu erbeuten, das uns bei der Durchsuchung der Matrix nach bestimmten Schlüsselwörtern hilft. So, und wir reden mal mit den Leuten hier. Wir gucken uns gerade noch so ein bisschen um auf der DECON. Ja, die Decker hier sehen, unterscheiden sich von vielen anderen, die du hier auf dem auf der Ausstellungsfläche siehst. Als du dich näherst, kannst du das ruhige Selbstvertrauen in ihren in ihrer Körperhaltung und den Stahl in ihren Augen erkennen. Anders als ihre Mitdecker sind die hier professionelle Shadowrunner. Aha, eine Ork-Deckerin, sehr hübsch zurecht gemacht. Die lauteste von den dreien ist eine Orkin mit einem auffälligen Cyberauge, die dich und sie spricht dich an. Na, vielleicht könntest du helfen, das hier zu klären. Meine Kollegen und ich haben eine unterschiedliche Meinung über die relativen Vorzüge von Cyberdecks der Mittelklasse. Würdest du zustimmen, dass das Fuji Virtua X das beste Mittelklasse-Deck in seiner Klasse? Und der andere sagt hier scheinbar auch ein Ork. Du machst das immer, Harridan. Du formulierst deine Fragen so, dass Fremde dir die Antwort geben, die du vorziehst. Nun, der Konsens in der Community ist, dass das Virtua X nur eine zu teure Wiederauflage des Cyber 6 in einer besser aussehenden Hülle ist. Mhm. Ach, halt die Klappe, Beers. Eine Menschin. Menschine? Wie heißen die? Ich weiß es nicht. Ihre Stimme ist überraschend tief und brassy, also klangvoll, würde ich sagen. Du machst genau dasselbe. Abgesehen davon weiß jeder, dass Fuji den Abfluss hinuntergehen wird. Villiers zieht Güter aus der Firma und transferiert sie zu seinen anderen Holdings so schnell, wie er es gerade kann. Also wenn Fuji zusammenbricht und Fairlight keine Mittelklasse-Maschinen herstellt, dann ist Allegiance offensichtlich in der Lage, die Orkin seufzt. Ja, Nova Hot hier ist Allegiance's Nummer 1 Superfan. Falls du es noch nicht bemerkt hast. Kümmere dich nicht um den Fakt, dass ihr einziges derzeitiges Produkt, das Alpha, komplett unattraktiv ist, wenn man es mit der Konkurrenz vergleicht. Ja, richtig geil. Wir sind hier, drehen uns hier im Kreis schon seit Stunden wegen dieses Objekts. Also was glaubst du, welches Deck wird das Beste in der Klasse der Mitteldeck sein, 2057. Ja, und wir können jetzt sagen, ja, ich kümmere mich da nicht viel um im Laden gekaufte Decks, ich ziehe es vor, meine eigenen zu bauen. Oder mit Charisma 5 kann wir sagen, naja, ich bin jetzt, bin nicht Fan einer bestimmten Marke, ich habe hier kein Pferd in diesem Rennen. Oder mit Decking 5 können wir sagen, ja, ich hasse es ja, euch das zu sagen, aber Fuji wird ganz oben im Mid-Range-Market bleiben, also im Mittelklasse-Markt, und das Virtua X will
das beste Deck, wird das beste Deck für den, für die Preisklasse sein im nächsten Jahr, genauso wie es auch in diesem Jahr war. Ja, wir nehmen einfach die Decking-Antwort. Ja, damit kommen wir wahrscheinlich am weitesten. Ja, wir ist stöhnt. Ach komm schon. Wie kannst du immer noch Vertrauen in Fuji haben? Der Präsident /CEO der Firma hat es nicht einmal. Geh ins Shadowland und sie selbst. Dort gibt es einen ganzen Mega-Thread, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Ja, und wenn wir jetzt Etikette Konzern hätten, könnten wir sagen, Richard Relais ist einer der besten Geschäftsmänner der Welt. Und wenn du denkst, dass Fuji versagt, dann ist das, weil er möchte, dass du das denkst. Oder wir können sagen, ja, das ist die einzige Antwortoption, die wir jetzt haben, weil wir keine Konzernetikette haben. Ja, ich lasse Shadowland Poster mir nicht sagen, was ich denken soll. Fuji ist jetzt ganz oben und es wird auch in 10 Jahren noch ganz oben sein. Ja, wenn Fuji sich bis dahin nicht aufgelöst hat oder zerschlagen wurde. Onova Hot sagt, oh, ein Fuji-Fanboy, hm? Ihre Augen strahlen oder glitzern. Ja, tu dir selbst einen Gefallen und kusche dich an Harry dann. Ich bin mir sicher, dass ihr zwei euch sehr gut verstehen werdet. Ach, halt die Klappe, Nova. Sie lächelt dich entschuldigend an. nur ein bisschen spaßiges, ein spaßiger Schlagabtausch, mein Freund. Danke, dass du mitgemacht hast. Und wir können jetzt fragen, ja, wie hat euch denn der Con so bis jetzt gefallen? Oder die Con, muss man ja sagen, ist ja die Convention. Oder wir können sagen, hey, woher kommt ihr denn? Oder wir können sagen, ja, wir müssen dann mal gehen. Ja, wir fragen ihn mal, wie sie mal, wie ihnen die Con gefallen hat. Biers zuckt mit den Schultern. Ja, es ist so wie immer. Schlechtes Essen, eine Menge asozialer Leute und die überteuerten Verkaufskiosks. Aber, achso, bei am Ende des Wochenendes werde ich wahrscheinlich die Masern und oder eine Erkältung haben, also eine Grippe, um ganz ehrlich zu sein. Ich erinnere mich nicht einmal, warum wir alle jedes Jahr hierher fliegen. Mhm, cool, woher kommt ihr denn? Piers, wir kommen nach hier draußen, weil du immer jedes Jahr Monate vorher immer ganz aufgeregt wegen der Show wirst. Du hast mir 15 Sprachnachrichten hinterlassen, um sicherzustellen, dass ich daran denke, das Hotelzimmer zu buchen. Ja, das ist, weil ich mich daran erinnere, was 52 passiert ist. Ich schlafe genug in der Straße zu Hause. Ich schlafe zu Hause genug auf Straßen. Ich brauche das nicht auch noch, wenn ich im Urlaub bin. Okay, cool. Ach, wie oft muss ich mich dafür noch entschuldigen? Ja, ich lasse dich da ein bisschen, wenn du damit aufhören kannst. Ja, woher kommt denn, Leute? Aus Macau, sagt Harry denn. Ich habe ein Haus in Indonesien, aber verbringe die meiste Zeit in Seattle. Ich bin aus Phnom Penh, das ist Vietnam, ne? Aber ich arbeite eine Menge hier in Hongkong. Okay, ich muss da mal. Ja, okay, sie winkt. Wir sehen uns dann auf der Ausschauungsfläche. Na klaro. Ja, endlich habe ich eine gute Übersetzung für Showfloor gefunden. Spontan Ausstellungsfläche. Ich auch vorher drauf kommen, dass Floor natürlich auch Fläche heißt, ne? So wie in Dancefloor zum Beispiel. Mr. Lin. Mr. Lin sieht doch interessant aus, mit dem sollten wir uns mal unterhalten, finde ich. Rector verfolgt uns hier mit seiner Waffe im Anschlag. Der Ork hinter dem Tresen schaut von seinen Verkaufsbroschüren auf. Müde rezitiert er, was sich wie ein auswendig gelernter Willkommensgruß anhört. Willkommen in Mr. Links Big Time Data Shack. Besondere Ausstellungspreise nur für heute. Er wedelt mit seiner Hand über den Stand. Ja, tu dir keinen Zwang an, sieh dich um. Okay,
Ja klar, wir sehen uns mal um, ne? Aber hier hätten wir das No Attack Slim Case kaufen können. Aber ja, anders sind die Preise auch nicht, ne? Das Fuji Virtual X kostet hier 2850. Ich glaube, das ist nicht so viel anders. Wir gucken mal, ob der hier spannende Programme hat. Ne, die Programme kosten ja auch 400. Das Decrypt. Ne, was ist hier los? Den Blaster haben wir. Hier könnten wir uns einen Degrade holen, eine Firewall, einen Killer, einen Killjoy. Ah, den finde ich ja ganz spannend. Ein Medic Shield Sniffer, eine Suppression 2 scheint er gar nicht zu haben. Das wäre höchstens eine Sache, für die ich mich begeistern könnte. Ja, wir könnten uns mal was mit einer besseren Panzerung holen, ehrlich gesagt. 1350 dafür. Ich weiß nicht. Obwohl es schon ganz cool aussieht eigentlich. Aber wir rennen hier noch mit unserer Anfängerkleidung rum. Ich kann gerade mal gucken, was wir überhaupt tragen. Achso, die Sicherheitskleidung immer noch, die wir am Anfang von Duncan bekommen haben. Der macht Armor 1. Also könnten wir 5 Punkte Armor mehr haben, aber... Ich weiß nicht, ob sich das im Moment lohnt, für 1300 auszugeben. Ich meine, so oft werden wir jetzt auch nicht beschossen. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ah, guck mal, eine Software-Demo-Station. Gucken wir mal. Ah, dieses Terminal zeigt die Demo eines von Arts Technologies neuen Cyberdeck-unabhängigen Kalibrierungsprogramm. Okay, cool. Super. Wir können ja mal hier mit dem Convention-Besucher reden. Mal sehen, wen wir da haben. Sieht aus wie ein Punk-Elf. Den Patches nachzuurteilen, die auf seine Bomberjacke genäht sind, ist dieser Elf aus den NAN. Council Island, um genau zu sein. Ein bewaldetes Stück Felsen in der Mitte von Lake Washington, das früher Mercer Island genannt wurde, bis die Native American Nations es wieder für sich in Anspruch genommen haben. Die Drohne sieht echt Hammer aus, ne? Mit dem Sägeblatt da oben drauf auch. Er sieht jedoch nicht Amerindian, also amerikanisch-indianisch aus. Wenn er nach irgendwas aussieht, dann nach einer chinesischen Abstammung. Obwohl seine Maske es schwer macht, das mit Sicherheit zu sagen. Okay, wie rennt er denn hier rum? Er dreht sich zu dir um, als du dich näherst. Seine Gesichtszüge sind zum größten Teil verborgen, aber du siehst, dass er einen hohen Stahl tragen und ein aufgerichtetes Haar trägt. Stahlkragen? Ist er Vampirjäger oder was? Seine Wangenknochen sind sind hoch und hohl. Und seine Wangen sind hohl. Also er hat hohe Wangenknochen und hohle Wangen. Er beäugt dich nervös. Hey, willst du was von mir? Was ist los? Und wir können jetzt sagen, ja, ich wollte nur mal meine Mit-Con-Besucher hier ein bisschen kennenlernen. Bist du von Council Island? Oder wir können sagen, gibt es irgendwas Spezifisches, dass du gekommen bist, um dich hier anzusehen? Für das du hierher gekommen bist, um es dir anzusehen? Oder wir können sagen, ja, ich muss dann los, sorry. Wir sagen mal, wir wollten dich einfach nur kennenlernen. Ist er von Council Island? Was hat das denn verraten? Gibt sich besonders viel Mühe, seine Jacke zu präsentieren. Die Stammesinsignien sehen merkwürdig fehl am Platz aus, hier auf der Deckcon-Fläche. Bist du aus Seattle? Und wir können sagen, ja, da so in der Gegend. Oder ja, aus den Redmond Barrens. Oder wir können sagen, ursprünglich schon, ich habe jedoch schon überall gelebt. Quasi. Wir sagen einfach mal, wir sagen einfach Redmond Barrens. Und er sagt, kein Scheiß, wow, dieser Ort ist intensiv, die Härte ist der Ort. Der Seattle Shadow Slang hört sich
sehr merkwürdig an, unglaublich merkwürdig an, wenn er in Kantonesisch vorgetragen wird. Aber er scheint das nicht zu bemerken. Vielleicht hat er es aus irgendwelchen Trilios. Ich glaube nicht, dass er tatsächlich von Council Island kommt. Aber wer weiß. So, wir können jetzt sagen, Council Island, das ist NRN-Territorium. Und du siehst nicht wie ein amerikanischer Indianer aus. Was ist da los? Ja, ich bin kein amerikanischer Indianer. Ich lebe jedoch auf Council Island. Mein Vater ist ein Diplomat aus Tirnanoc. Aha, wir leben auf der Insel. In der Tat behandeln sie uns dort wie Könige. Natürlich, red dir das nur ein. Und wir können jetzt sagen, ach wirklich? Oder wir können sagen, aber du siehst chinesisch aus. Tirnanoc ist in Irland, oder? Oder wir können sagen, das hört sich in der Tat ziemlich gut an. Ich muss zugeben, ich bin schon ein bisschen neidisch. Ja, wir sprechen immer darauf an, dass er chinesisch aussieht. Er nickt langsam. Ja, das ist jetzt vielleicht etwas schockierend für dich, aber es gibt asiatische Leute in Irland. Ich meine, wir existieren dort. Okay, wie es der Zufall so will, ist mein Vater durch Heirat mit einem geringeren Mitglied der Connett-Familie verwandt. Das ist eine der Tuatha De Danann, falls du das nicht wusstest. Okay, und wahrscheinlich eine der herrschenden Familien da. Und du hast doch schon von den Tuatha De Danann gehört, oder? Und wir können jetzt sagen, ja, sicher, natürlich habe ich das. Oder wir sind einfach ehrlich und sagen, ich befürchte, nein, kannst du mich da kurz, mir kurz sagen, worum es geht? Sie sind die herrschenden Familien in von Tirnanoc, Kumpel. Sie betreiben die, oder sie sind das, die Regierung dort. Und so ist mein Dad auch an seinen Regierungsjob gekommen. Lebst du so unter einem Stein oder irgend sowas? Wie konntest du sowas nicht wissen? Ja, sorry, da habe ich wirklich ein bisschen unterm Stein gelebt. Elfenpolitik interessiert mich meistens nicht so. Ja, gibt es irgendwas Spezifisches, das du dir hier anschauen möchtest? Ja, ich bin hier, um mir die 57er Fuji Cyberdecks anzugucken. Mein 55er Cyber 7 ist, macht es kaum noch heutzutage. Und ich möchte sehen, was sie nächstes Jahr rausbringt. Und ich habe gehört, dass sie einen Demonstrationsstand hier haben. Ja, okay, wir haben keine ESP-Control, fällt mir aber auf. Sag mir doch mal, was ist dein liebstes neues ESP für Eindringling, für, wie heißt denn das, Eindringungsoperation? Keine Ahnung. Zum Eindringen, sagen wir einfach. Ich mag ja Blasthammer persönlich. Hast du schon davon gehört? Es ist Open Source. Und wird von einer südostasiatischen Decking-Community entwickelt. Es hat eine, ja, es springt ganz gut mit Blocker-Eis um. Und ja, wir könnten sagen, wenn wir ESP Control 5 hätten, ja, Blasthammer ist ein alter Hut und die meisten der großen Konzerne haben ganz einfache Gegenmaßnahmen dafür. Wenn du dich weiter auf dieses Relikt verlässt, dann wirst du dich in der Leichenschauhalle wiederfinden. Oder wir können sagen, Blast haben wir noch nie davon gehört. Ja, für ESPs interessieren wir uns ja tatsächlich nicht so richtig, ne? Ja, lacht in sich hinein oder kichert in sich hinein. Wirklich, es ist nur das beliebteste Freeware-Angriffs-ESP in Südostasien. Er schreit es praktisch hinaus. Sein Gesicht hat sich aufgehellt mit verrückter Freude. Und wir können jetzt sagen, ja, beruhig dich mal, ich bin aus Seattle und nicht aus Südostasien. Oder wir können sagen, ja, ich vermute mal, man lernt jeden Tag was Neues. Ja, wir nehmen mal das Erste. Ja, ist das so? Naja, du passt dich besser an, wenn du hier draußen überleben willst. Ja, sieht dich schief an, sein Ausdruck ist,
selbstgefällig und strotzt nur so vor Überlegenheit. Ich meine, ich sag ja nur. Ja, okay, ich muss nochmal los. Ja, wir sehen uns. Gott, ist der Typ im Arsch. Aber ist okay. Solche Leute muss es natürlich auch geben. Hier drüben haben wir noch einen müden Standbetreuer von Ads Technology, wie es aussieht. Ich meine, er steht ja am Ads Technology Stand. Der Mann, der sich am Ads Technology, an der Ads Technology Demonstrationsstation befindet, sieht merkwürdig fehl am Platz auf einer Decker Convention aus. Er trägt kein Cyberdeck und du kannst kein Anzeichen von Cyberware an ihm erkennen, nicht einmal eine Datenbuchse. Er sieht von seinem Kiosk, ich schau mal, was ich mein Kiosk hier am besten übersetzt, weil ein Kiosk im Deutschen ist ja offensichtlich was anderes, ne? Also ein Stand muss es irgendwie sein, eine Verkaufsbude, eine vollautomatische Geschäftsstelle, okay. Ja, wir sagen einfach von seinem Verkaufsstand. Schaut er auf. Wo waren wir? Achso, ja, er schaut blinzelnd von seinem Verkaufsstand auf. So. Wolltest du das benutzen? Stehe ich dir im Weg? Aber er hat doch hier Cyberware. Was erzählt in der Beschreibung für Quatsch? Er hört sich abgelenkt an und er bewegt seinen Körper und seine Bewegungen sind unnatürlich weich und graziös. Als er sich bewegt, kannst du sehen, dass der Kiosk-Bildschirm, also der Verkaufsstand-Bildschirm, flackert. Anscheinend ist die Demo-Software hat einen kleinen Fehler. Okay, also hier sieht der Typ verzeihbar aus und wenn er sich so bewegt, würde ich auch vermuten, der hat irgendeinen Reflexbooster drin oder sowas oder ein Skill. Nee. Move-by-Wire-Systeme gibt es da noch nicht. 56, glaube ich. Also ein Reflexbooster oder sowas vielleicht drin. Oder er ist halt irgendein Chi-Adept. Und wir können jetzt sagen, nö, ist schon in Ordnung, sieht sowieso kaputt aus. Oder wir können sagen, ja, ich bin hier nur am Vorbeigehen, Mann. Ich wollte dich nicht stören. Und wir benutzen einfach mal unsere astrale Wahrnehmung, um seine Aura zu lesen. Dein drittes Auge gleitet auf und die Welt um dich herum wird grau. Die ja, blitzenden, blinkenden Bildschirme, also die blitzenden Bildschirme und die blinkenden Lichter der Deckcon-Ausstellungsfläche verschwinden ins Nichts. Die Aura des Mannes oder verblassen zu nichts. Die Aura des Mannes vor dir flackert wie ein Lagerfeuer. Er ist magisch aktiv, sehr sogar. Sein ganzer Körper wie heißt denn das? Vibriert, flackert. Flimmert, genau, flimmert und funkelt. Also funkelt vor kaum zurückgehaltener Magie. Okay, cool. Als dein drittes Auge sich wieder schließt, kommt die Farbe und die Vibrance, die Strahlkraft in die Welt zurück. Und der Mann vor dir räuspert sich. Also, wenn du nicht wegen des Ausstellungsstandes, also wegen des Verkaufsstandes hier bist, gibt es dann sonst irgendwas, was ich für dich tun kann, was du brauchst? Wir können uns jetzt seine Achso, er ist hier auch nur ein Besucher. Hä? Nee, stimmt doch gar nicht. Er ist doch hier der Standbetreuer, dachte ich. Wir können uns jetzt seine Aussteller, seine Besuchermarke angucken, ne? Sein Besucherausweis. Oder wir können sagen, du bist kein Decker, du bist ein Adept. Oder wir können einfach gehen. Wir schauen uns erstmal seinen Ausweis an. Der Ausweis, der von einem Schlüsselband hängt, ist ein billiger Eintagespass. Ein Tagesticket, der nur noch hält, bis die Ausstellungsfläche heute Nacht schließt. Im Namensfeld steht Gamage, keine Ahnung, in großen Blockbuchstaben. Na okay, du bist kein Decker, du bist ein Adept, Junge.
sein Verhalten ändert sich und wechselt von müde zu misstrauisch. Warum solltest du so etwas sagen? Wir können jetzt sagen, weil ich deine Aura gelesen habe. Ja, und wir können jetzt sagen, machst du Witze mit deinen katzenartigen Reflexen, was könntest du sonst sein? Ja, wir nehmen erstmal das. Er seufzt, sieh mal, ich bin hier, um mich zu entspannen und von den Straßen wegzukommen. Sie haben hier kostenlose Muscheln und kostenlosen Wein und alle außer dir scheinen damit glücklich zu sein, für sich selbst zu bleiben. Also warum lässt du mich nicht einfach in Frieden, okay? Ja, okay, ihr könnt natürlich auf dem Run hier sein, ne? Etikette Shadowrunner, guck mal, ich denke, dass du hier auf einem Job bist. Ich bin das auch. Ich wollte nur sicherstellen, dass wir uns hier nicht gegenseitig auf die Zehen treten. Oder wir können sagen, ach, du bist wegen der Muscheln hier. Echt jetzt? Oder wir können sagen, hey, was auch immer du sagst. Ja, wir nehmen mal das Erste, ne? Nicht, dass wir uns da irgendwie ins Gehege kommen. Seine Augen schießen zur entfernten Tür, also zur abgelegenen Tür irgendwie. Und langsam kommen sie zu dir zurück. Der Name meines Ziels ist Ezekiel, ein Extraction-Job. Also er soll jemanden hier rausholen. Sollte schnell und ruhig sein. Und du? Ja, wir können jetzt sagen, Rhombus, ein Einschüchterungsauftrag. Hört sich nicht so an, als wenn wir uns hier irgendwie in die Quere kommen. Oder wir können sagen, ich bin wegen jemand anderem hier. Wir sollten also okay sein. Ja, wir sagen einfach mal das Erste, geben ihm Informationen. Er hat uns ja auch Informationen gegeben. Er nickt, Gedanken verloren. Ja, hört sich nicht so an. Ja, gute Jagd wünscht er uns vielleicht oder weiß nicht. Das ist ein bisschen zweideutig. Das könnte auch heißen, ja gut, dass du dich da aufpasst. Nun, wenn es dir nichts ausmacht, ich muss wirklich meine Augen auf diese Tür gerichtet lassen. Wenn er da durchstolziert kommt, dann muss ich mit einer Tablette voller Muscheln oder mit einem Teller voller Muscheln und einem und einem Fett in Chloroform getränkten Lappen dort sein. Und wir können jetzt sagen, ja man, mach einfach dein Ding, viel Glück. Oder Chloroform, hä? Ziehst du die alten Klassiker ab? Oder wir können sagen, hä, warum denn die Muscheln? Ja, wir fragen immer nach den Muscheln. Er zuckt mit den Schultern, weil sie umsonst sind. Und ich mag Muscheln, wie dem auch sei. Viel Glück auf deinem Run. Mhm, cool. Was man hier für Leute trifft, interessant. So, das war's schon wieder für heute, Jungs und Mädels. Beim nächsten Mal unterhalten wir uns mit diesem Trolldecker, was natürlich auch eine Rarität ist. Und Drehscheibe unterhalten wir uns mit dem Trolldecker und dann werden wir Isobel kontaktieren, nicht hier drüben mit dem Persona irgendwas, wie heißt das Ding, ach Perfect Persona, mit dem Verkaufsstand da, mit dem automatisierten, werden wir uns dann mit Isobel Kontakt aufnehmen und dann kommt der Run hier endlich ins Rollen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, Jungs und Mädels. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Danke, dass ihr heute dabei wart, auf jeden Fall. Und ich sag mal, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.